Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der 27. Folge, Part, ich glaube, jenseits der 115, denke ich. So, ihr hört neue Sounds, ja? Ich habe Neuerungen, und zwar habe ich einmal den Dynamic Lights Mod installiert und den Matmos Mod habe ich mit drin. Das heißt, ein paar neue Sounds. Könnte vielleicht etwas laut sein, aber gut. Das haben wir dahingestellt. Ja, es geht doch. Ich habe mir heute was Besonderes gedacht, und zwar machen wir den Kiesweg nach Trilliskan. Dafür müssen wir nach unten. Hinab in den eisigen Dschungel. Also eisig ist er ja gar nicht, aber der ist irgendwie dunkler geworden. Oder kommt mir das nur so vor? Oder ist vielleicht mein Spiel wieder so komisch? Das müsste ich an der Aufnahme, das müsste ich eigentlich anhand der Bilder feststellen. Ich mache einfach mal so einen halben Screenshot. So, Screenshot. Dann öffne ich mal den neuen Ordner. Sieht so hell aus wie immer. So, neue Ordner wieder schließen, Minecraft wieder in die richtige Position schieben und es geht weiter. Und ich muss einmal kurz hier den Ton auf meine Lautstärke runtersenken, weil es doch was Lautes. Alter, jetzt will ich mal von diesem Berg runter, das ist ja windig ohne Ende hier. So, und was habe ich gerade gesagt? Ja, den Kiesweg zu Trilliskan von unserem Haus aus wollte ich bauen. Und dazu kommen dann noch, hatte ich mir was richtig Schönes vorgestellt, so dass der Weg dann durch den Wald führt, also durch Bäume. Das heißt, wir müssen Bäume pflanzen. Ja. Schmerz. Also auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Sounds, also so eine Abwechslung. Ich mach mal spaßeshalber die Musik aus, dann könnt ihr mal die Atmosphäre teilweise hören, die dann dadurch entsteht. Und ich weiß, wie man Wolle weiß färben kann. Dazu muss ich die Schafe erstmal mit Knochenmehl weiß machen. Das habe ich herausgefunden. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wieso ist es hier unten eigentlich so windig? Die denn hier? Wieso kommen die Katzen denn hier? Die waren doch da. Also ich frage mich, warum die Katzen hier sind. Gut, dann bringen wir sie eben noch mal nach Hause. Wir müssen da sowieso hin. Aber eigentlich wollte ich, geht weg. Also man hat deutlich Stereo-Sounds. Und noch andere Sounds noch da mit drinne. So, die Katzen singen die Melodie mit. Ich hoffe, die kommen hinterher, weil... Genau das wollte ich eigentlich nicht, dass die Katzen dann irgendwie plötzlich ganz weit da hinten sind. Das ist aber nett, dass du mir die Wolle bringst. Ich glaube, das ist hellgrau, ne? Ja, das war hellgrau. So, die müssen auf jeden Fall mitkommen, die Katzen, weil ansonsten hier ist es relativ egal. Ups. Ja, was rennst du mir auch vor die Schere, Mensch? Was ist die jetzt? Jetzt ist sie beleidigt. Komm rein, du Mistviech. So. Und bei beschaulichen Klängen müssen wir erstmal die Katzen von den Scheißkisten runterholen. Jetzt geh doch mal weg da von der Kiste, du dämliche Katze.
Alter, ich will da nicht. Hallo, ich will das Kies haben. Ja gut, dann mache ich das halt so. Ach, das Inventar sieht aber auch sehr schön aus. So, Kies haben wir da. Hä? Dann brauche ich Schaufeln. Gut, eine Eisenschaufel habe ich schon. Dann will ich da gleich noch eine haben. Nein. Alter, ich verjag die gleich. Setzlinge werden wir brauchen. Die graue Wolle bleibt mal hier. Die schmeiße ich auch noch mal gleich mit rein. Die Eier. Ich kann mal ein paar Hühner hier aussetzen. So, eins ist auf jeden Fall gespawnt. Die bekommt man auch gar nicht zum Sitzen, diese Viecher. Wo ist denn die andere? Ach, die andere Katze ist wahrscheinlich tot. Fragt sich nur, wo die ist. Ach, da sind sie auf einmal. Okay, da sind sie wieder. So, setz dich mal schön dahin. Und bleib dort sitzen. Wir brauchen Eisen. Ja, so kann man ja gar nicht arbeiten. Gucken, ob das so funktioniert. Ja, das Schwert gezückt, gibt es Arbeit. Natürlich geht das nicht. Wahrscheinlich muss ich Minecraft erstmal neu starten. Ich probiere das einmal. Moment. So. Und prompt sieht das Ganze wieder anders aus. Ich habe jetzt auf einmal das Minecraft-Texturenpaket wieder drauf gejagt. Mal gucken, ob das etwas besser läuft. Sieht auf jeden Fall schon mal pixeliger aus. Ziege. Ne, du bleibst sitzen. Das hört sich aber auch an so. So, ich wollte Schaufeln basteln, ne? Was haben wir denn alles hier? 22 Setzlinge. Knochenmehl ist gut. Das kann man, sollte man immer in der Tasche haben. Und ja. Wir machen uns gleich auf den Weg und graben uns einen Weg direkt nach Trilliskan und werden unseren Kies verballern. Verbraten. Wortwörtlich unseren Kies werden wir verscheuern. So. Katzen bleiben hoffentlich jetzt hier. Ja, bleibt auch an der Fensterbank. Das ist gut so. So. Ich hatte mir gedacht, ich gehe in diese Richtung und dann nach links. Weil dort ist ja eigentlich die Tundra-Wüste da mit den Bäumen. Und bevor ich dort jetzt da über den Berg muss, das kostet im Endeffekt mehr Kies, gehe ich doch lieber einfach mal hier entlang. Also fangen wir doch direkt an. Und ich habe meinen Ton etwas lauter gedreht, weil, beziehungsweise mein Mikrofon etwas lauter gedreht, weil ich etwas zu leise war. Im Vergleich zum halben Spiel. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert. Das ist auch wirklich der Matmos, der da extrem laut durchpfeffert. Deswegen, vielleicht ist das so doch gar nicht mal so schlecht. Einziger Nachteil, ich höre dann irgendwann nichts mehr. So, Kies, Kies, Kies. Äxte brauchen wir so nicht erstmal. Spitzhacken denke ich mal auch noch nicht. Ja, mach das so. Ich habe ein bisschen zu viel Erde dabei. Ups. So, dann machen wir einen richtig hübschen Weg. Der ist mir allerdings ein bisschen zu eckig, deswegen muss er hier hin. Genau, dann geht das hier direkt hier entlang. Machen wir einen richtig schönen Weg. Bin überlegen, ob ich da oder...
Scheiße, es ist ja schon... Aber du, ich kann nicht testen. Testen wir das Schaf mal. Ja, es ist weiß. Cool. Ah ne, ich darf den Sprint-Sheet ja nicht aktivieren. Wolle, 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 Wolle. Ey, bleib hier. Gib mir die Wolle. So, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts rüber? Oder mache ich den ganz zu? Den See. Nee, den See, den lasse ich. Aber ich denke mal, ich gehe hier herum. Genau. Und damit der Weg da hinten nicht so einsam ist auf dieser Fläche, werde ich da einfach mal ein paar Bäume pflanzen. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall machen. Geht die Schaufel eigentlich kaputt, wenn ich das hier so mache? Ja, natürlich geht sie kaputt. Das heißt, ich muss aufpassen, wie ich... Sag mal, das wird schon wieder dunkel. Ich habe doch gerade erst angefangen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt schon wieder... Das ist jetzt schon wieder dunkel wird. Gut, also so viel dazu. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Reise nach Triliskan. Und den Bau der... des Weges. Aber wie schön die Grillen zirpen. Gut, gehen wir also rein. Ja, was machen denn hier? Viel können wir ja nicht machen. Aus dem Musik leiser drehen. Habe ich nicht irgendwas eingesammelt, was man machen kann? Anscheinend nicht. Also, ne, sieht nicht so aus. Gut, Wolle haben wir wieder ein bisschen. Da kann man nichts machen, ne? Ne. Ich war zu schade, die hellgraue Wolle, die wird nämlich nichts zu nichts Nütze sein. Damit werden wir wahrscheinlich höchstens den Nichtsnutz-Award kriegen. Award? Award? Mehr! 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 So. Prompt gehen wir wieder raus. Hier hat fast die Fackel wieder abgerissen. Und eine Spinne krabbelt hinten im Wald. Und ein Skelett. Oh, zwei. Das waren Headshots. Kann man sehen, Headshots sind sehr, sehr, sehr wirksam. Weiche! Ja, also das hat sich doch gelohnt. Und jetzt kommt gleich ein Creeper und sprengt mir hier alles in die Luft. Das passt noch. Habe ich überall. Jetzt habe ich solche Paras, weil ich immer denke, hier kommt immer gleich was um die Ecke. Da, 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 dam, dam. Upsa. So, also das soll auf jeden Fall. War schon zu viel Erde. Ja, teilweise kann man den blauen Boden sehen. Aus irgendwelchen Gründen. Das gefällt mir nicht. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine überdimensionale... dämliche Wurst, die mir hier die Gegend verschandelt. Es ist mir viel zu breit hier. Ist immer noch zu breit.